Obama sollte nach Moskau reisen und Herrn Putin umarmen. Zu Gast heute bei uns im Dreamcamp Project Martin Häusler, von der Profession Journalist, Autor. Was gibt es so von der Profession her noch zu sagen? Ich bin von der Pike auf Journalist. Also mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Mittlerweile sind wir im Ei angekommen. Sie haben Ihre Dose ja, die den weiten Weg nach Hamburg sogar geschafft hat. Ohne Dellen. Ja. Mitgebracht. Sie ist wunderbar verziert. Ist auch ganz klar, was das darstellen soll, oder? Noch nicht. Ist die Erde. Und zwar haben das gestern auf den letzten Drücker unser Sohn John Henry und ich, haben wir das gemalt. Ja, das sind die Kontinente. Das ist schön. Also das ist sein Entwurf der Erde. Genau. Was ist denn in Ihrer Dose drin? Da sind Herzen drin. Ich habe sie hier reingefüllt und ich habe mir nämlich gedacht, dass ich diese Dose mit Liebe fülle, weil ich ganz kitschigerweise glaube, dass wir in eine bessere Welt nur über die Liebe kommen, über das Herz. Indem wir unser Handeln, unsere Gedanken über das Herz laufen lassen. Das ist jetzt noch nicht alles. Diese Dose ist noch nicht gefüllt. Die ist jetzt erstmal gefüllt mit Liebe. Der Religionsunterricht damals in meiner Schule hat das schon gesät. Ich habe mich zum ersten Mal in Kontakt mit der von Jesus Christus gepredigten goldenen Regel. Also behandle den anderen so, wie du behandelt werden möchtest. Und ich glaube, wir können das Projekt Menschheit nur retten, indem wir uns auf diese gemeinsame Regel irgendwann einigen. Und deshalb hat diese Dose mit der Menschen, mit der Nächstenliebe zu tun. Und die größte Form der Liebe ist ja die Feindesliebe. Und deshalb will ich jetzt in diese Herzen Menschen hineingeben, die mir in den letzten Wochen begegnet sind, in den Medien, sagen wir mal, die nicht unbedingt sehr geliebt werden auf der Erde. Okay. Das sind nicht unbedingt Sympathen. Zuerst Herrn Assad, Herrn al-Baghdadi, den Chef von ISIS. Es ist Naomi Hirose, der Chef von TEPCO, der dafür verantwortlich ist, dass unsere Meere jetzt schön gründlich durchseucht werden. Okay. Adolf Hitler lebt meiner Ansicht nach immer noch in uns weiter. Mhm. Zweite Weltkrieg ist längst nicht verarbeitet. Kim Jong-un, Wladimir Putin, nicht jeder hat ihn lieb. Ja. Obama sollte nach Moskau reisen und Herrn Putin umarmen. Gerhard Schindler, der Chef des Bundesnachrichtendienstes, sein amerikanischer Kollege Michael Rogers, der Chef der NSA. Okay. Auch ihm geben wir ein Küsschen. Da ist eine Mischung jetzt drin. Das ist schon eine ziemliche Mischung. Ja. Ich will noch etwas Zweites in diese Dose tun. Und der zweite große Traum wäre, dass jeder Mensch erkennt, dass trotz der gewaltigen Größe der Probleme und der gewaltigen Größe des Universums, dass jedes Individuum die Kraft hat, Einfluss zu nehmen. Jede große Revolution hat in einem einzigen Kopf begonnen. Und jede Utopie, jeder Traum ist die Realität von morgen. Und deshalb symbolisch für diesen Traum gebe ich noch zwei Bilder hinein, die mir in den letzten Wochen begegnet sind. Das ist eine Verkleinerung des größten Fotos, das die NASA jemals mit dem Hubble-Teleskop geschossen hat. Und ich gebe hinein ein Bild von einem kleinen Baby, was vor wenigen Tagen bei dem verheerenden Erdbeben in Nepal nach Tagen unter Schutt herausgezogen wurde und gerettet wurde. Symbolisch dafür, es geht um jedes einzelne Menschenleben. Jeder einzelne Mensch spielt eine Rolle und hat Einfluss auf das große Ganze. Also die ideale Welt, durch meine Bücher und Buchrecherchen, ist ja eigentlich klar konturiert. Also es ist, in dieser Welt funktioniert alles nach dem Gesetz der Nächstenliebe. Also Liebe ist messbar. Liebe ist messbar. Und Menschen, die in dem Geiste der Liebe, der Nächstenliebe leben, sprühen und haben
haben Emissionen sozusagen, positive Emissionen. Also ist die Welt dann, sieht die dann anders aus? So eine Stadt würde in so einer Welt ganz anders aussehen. Also ich habe mir tatsächlich vorgestellt, dass wir gar kein Fortbewegungsmittel brauchen, noch, sondern dass wir uns fortbewegen über unser Bewusstsein. Also das kann ich mir vorstellen. Und ich glaube, alles, was vorstellbar ist, muss es auch geben. In meiner Traumskizze habe ich auch eine Weltkugel gemalt mit Menschen, die miteinander vernetzt sind. Und zwar über das Herz. Okay. Ja. Und das war hier auch kurz drunter geschrieben, Heart Connection Accomplished. Julian Assange oder Edward Snowden, ich glaube, das sind die Helden der Moderne, weil sie auf der Spur der Wahrheit sind. Besteht aus Ruhe. Den Hoffnungen. Unsere Nachrichten, das weiß ich als Journalist zu gut. Ich weiß, dass es im Netz um Klicks, um Visits geht und natürlich im Fernsehen um Einschaltquote. Deshalb sind unsere Nachrichten skandalisiert. Und das gibt ein völlig verfälschtes Bild von der Realität. Also ernährt man sich nachrichtlich über Spiegel Online oder über, nehmen Sie irgendeine Website, eine Nachrichtenwebsite, muss man denken, diese Welt ist verloren. Die Welt ist aber nicht verloren. Und deshalb muss in den Nachrichten mehr stattfinden, was die Welt als rettbar und als lebenswert darstellt.